Paris kehrt heim und reise um die Erde. Bin Mikroskop, königlicher Gelehrter und Präsident aller Akademien. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Ich gehe auf einen Sprung in die Opera Comique, wo Cascadin auf mich wartet. Cascadin kennen Sie nicht. Gehen Sie mal in die Oper. Wert! Pünktlichkeit ist die Höflichkeit, ihr Könige. Achtung, die Porträts! Hoch! Braves Volk, armes Land, alle führten meinen Namen, meine Kinder, große Herren, unterfahren Launen, alle Sachen zu halten, leichte Mädchen, meine Damen haben mit der Köln. Schöne König, bitte Augen malen, respektieren, mich um und an, meine Damen wird man fallen, allen einigen zu gefallen. Ja, bla, bla, ich bin bla, bin der König, bla, 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 bla. Solange die Erde steht. Recht so. Drum respektiert, was ich euch jetzt befehle. Du, versammelt euch in volksfestartiger Stimmung auf der Avenue des Champs-Élysées. Achtung, der Champs-Élysées. Marsch. Kinderchen. Bla, 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 bla. Mon Dieu! Gelegenheit auf einen Sprung in die Opera Comique. Halt! Pause. Wohin? An meinen Arbeitsplatz. In meine Studierstube. Du bleibst. Ich hab mit dir zu reden. Arme Cascadin. Was machst du denn da? Du siehst angegriffen aus. Auf eine angegriffene Art geschwächt. Nun ja, den guten Kronprinzen zu empfangen. Ja, meinen Sohn, der heute Abend dein König sein wird. Mein König? Seit beinahe 20 Jahren trage ich die Krone. Genau zu sein, in den letzten Jahren habe ich sie kaum getragen. Aber ich habe sie neu vergolden lassen. Ja, die Rechnung ist sehr hoch. Die Preise sind stillschweigend gestiegen. Babalabab. Was hältst du davon? Wovon? Das Alter fordert seinen Tribut. Die Jugend drängt vor. Freilich, euer Sohn. Was denn? Du hast dich doch um seine Ausbildung gekümmert. Ja, bin ja nicht gerade verreist. Mach nicht. Aber es spricht alles für ihn. Der Gefühlsreichtum, die Verschwendungssucht, der Unverstand. Aber? Er wird intelligent genug sein, Posten umzubesetzen. Das hoffe ich.
Und ich denke daran, dass ich Präsident aller Akademien bin. Du wirst dich zurückziehen. Hinter deinem Gartenzaun. Und Apfelbäume sitzen, so wie ich es tue. Beurteilen Sie die Situation in der Mode? Aber ganz unverändert. Wir Franzosen gehen vor der Mode her und die Deutschen immer hübsch 5 Jahre hinterher. Also, du bist gebildet. Und jetzt bleibst du hübsch zu Hause. Anheizen! Angesichts unseres braven Volkes will ich dir jetzt etwas historisch Bedeutsames eröffnen. Ja, Papa, die Krone. Die Krone! Reiches, so wie das Reich. Ja, die Krone, aber die will ich nicht erben. Oh, Gott sei Dank, ich behalte meine Stufe. Frei mir und Feuerwerk gestrichen! Volk an Riesen! Hin, hin, hin! Raus, raus! Schnell, schnell, schnell! Stell dir hin! Was ist hier? Was ist hier? Ich gehe, liebe Kaskadin. Halt! Wohin? Du bleibst! Mein Sohn will also nicht regieren. Aber eure Krone ist mir zu schwer. Und der Thron
Zu schlecht gepolstert, Papa. Ich brauche Freiheit, Bewegung, Zeitraum und Luft. Da finde ich Reisen schon besser als Regieren. Vielleicht könnte man, wie es in beiden Welten Mode zu werden scheint, regieren, indem man reist. Du willst mit mir, Pixie, auf diesen Thron, auf eine charmante Königin und auf einen Erben. Ich werde mich nicht fixieren und schon gar nicht auf eine Königin. Warum soll ich mich auf eine fixieren? Wenn die Frauen in aller Welt so wunderbar verschieden sind. Probieren, Papa. Geht überfixieren. Mein Sohn, die Welt ist keine Probierstube. Ach, Papa. Thron und Krone, Königin und Erbe, probieren, regieren, fixieren. Ich bin 5 Minuten zu Hause und kann das alles schon nicht mehr hören. Ich möchte mich am liebsten auf den Mond schießen. Auf den Mond schießen. Papa, ich reise zum Mond. Wohin? Zum Mond, Papa. Er ist übrigens ein Weib. Zum Mond ausfindig zu machen. Mein König, gib dir Mühe. Dann also müssen die Akademie tagen. Thank you.
natürlich wird die heutige Begriffsverwirrung natürlich. Die Tagung ist eröffnet. Das Wort hat unser gütiger und weiser Herr König. Oh, keine Förmlichkeiten, praktisch kooperativ. Anfangen, Dalli Dalli. Nicht so viel Theorie. Ja, also ich, euer guter König, was seht ihr denn so durch euer Fernrohr? Den Mond und die Sterne. Richtig. Nehmen wir also zum Beispiel den Mond. Na? Alles, was wir fernsehen, ist gesetzlich und in der großen Ordnung. Ja, gut, sehr gut. Aber ich meine, ist der Mond bewohnt? Ich ersuche den Herrn Koeffizient. Ohne den Expertisen meiner geschätzten Kollegen vorgreifen zu wollen, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass der Mond gar nicht existiert. Er ist eine optische Täuschung und als solche eher Gegenstand für Kunst und Politik. In die Schmiede. Aber ich bin Mitglied der Akademie. In die Schmiede, sage ich! Ich doch nicht. In die Schmiede. Die Akademie bedauert diesen Vorfall. Selbstverständlich ist die Existenz des Mondes nicht zu leugnen. Ungeklärt ist lediglich die Frage, ob der Mond von der Erde aus oben oder unten oder links oder rechts anzunehmen ist. Verrückt geworden, was? Die Mondbewohner haben freilich das Gefühl, auf die Erde hinaufzuschauen. Es gibt also Mondbewohner. Gewiss, sie sind ebenso intelligent wie wir und haben auch einen König. Diese Frage ist überhaupt nur interdisziplinär zu betrachten. Ich empfehle, eine Kommission zu bilden und die Philosophen einzuschalten. Die Auskünfte unserer Wissenschaftler. Schluss mit dem Gerede! Ich verlange augenblicklich ein Fahrzeug und einen Fahrplan. Zum Mond. Die Transportfrage ist wiederum eine interdisziplinäre Frage. Als Astronom antworte ich mit einem entschiedenen Nein, wenn es möglich ist. Ich muss die Antwort ein wenig relativieren und sagen, es ist zwar möglich, dass es unmöglich ist, aber auch nicht unmöglich, dass es möglich ist. Bitte, was hat sie gesagt? Es reicht, Papa! Wozu bezahlen wir die Leute? Die führen uns ja an der Nase herum. In die Schmiede! Schmiede, sag ich! Kaiser Fenrohr, lass ich mir gar nicht eine Spüle bauen! Generalstab, Majestät. Thank you.
Elementen. Bild zum Mond. Und zweckmäßig, Hoheit! Warum? Mond muss abgeschossen werden. Und zwar so, dass Hauptfeind getroffen wird. Bitte, wer ist im Moment unser Hauptfeind? Aber völlig klar, Majestät! Preußen! Preußen! Junker droht mit Präventivkrieg! Krieg! Will für uns günstigsten Zeitpunkt nicht abwarten. Mein Plan! Bomben auf Mond! Bomben auf Mond! Mond auf Preußen! Mond auf Preußen! In die Schmiede! Marsch! Mikroskop. Hoheit. Ist noch ein Platz in der Schmiede frei? Oh ja. Lass ihn reservieren. Für wen, bitte? Für dich, bitte. Da kommst du hin, wenn in 8 Tagen kein Mondfahrzeug für mich zur Verfügung steht. Ich glaube, ich habe das Mondfahrzeug. Das heißt, ich werde es haben. Und wann wirst du es haben? Ich habe es soeben erfunden. Jetzt brauche ich Geld und Zeit. Geld abgelehnt. Zeit 8 Tage. Sonst die Schmiede. Jetzt wird er nervig, armer Mink. Vielleicht könnte ich noch eben auf einen Sprung in die Oper kommen. Mhm. Erst die Arbeit, dann die Oper. Arme Kastanien. Apropos die Künstler, die sollen unser Mondbrück ein wenig ausschmücken. Etwas schneller! Bitte, bitte, bitte! Jetzt, meine lieben anerkannten Talente, zuerst ein allgemeines Wort der Ermutigung sagen und anschließend noch jeden Einzelnen erleuchten. Wir sind gerüstet für das beste Oratorium, das beste Ölgemälde, die beste Tragödie, wie der Kritikerpreis erster Klasse. Ich habe unter dem Wagen meine symphonische Adaptation, Frau Luna, die ich unseren Mondreisenden widmen möchte. Holen Sie das Opus herauf! Ich? Die Partitur wiegt 320 Pfund. Gut, schaffen Sie das Opus gleich in den Keller! Musik ohne Text macht sich ohnehin verdächtig. Da ist mein Landschaftsgemälde! Das Meer der Stürme! Großartig! Diese Farbensymphonie von erschütternder Ehrlichkeit! Zu meinem Leidwesen kann ich das Werk nicht annehmen. Es ist elitär! Malen Sie doch mal was Volkstümliches. Was haben Sie denn? Ein Exposé zu einer Tragödie. Romeo und Julia auf dem Mond. Will ich vielleicht gleich um die erste Rate bitten dürfen? Das hat er mir schon voriges Jahr zum Krönungsfest vorgelegt. Gewiss, gewiss. Aber im vorigen Jahr war es eine Komödie. Und ich will Ihnen einmal etwas sagen. Ich lege Ihnen mein Werk so oft und immer wieder vor, bis Sie es endlich doch preisgekrönt haben. Ha! Was hält denn die Kritik davon? Unter uns, Schafstüchter, ich gab
nichts. So hat eine Tragödie nicht auszuschauen. Eine Tragödie soll optimistisch. Optimistisch soll eine Tragödie sein. Und unseren Blick frohgemut in die Vergangenheit wenden. So etwas können wir in unserem Theater unsere Zuschauer nicht aufführen. Unser Theater ist seiner Natur nach zustimmender Theater. Destruktivität und Konstruktivität zeigen wir ausschließlich zu dem Zweck, ihre jeweilige Ausschließlichkeit zu ihrer gegenseitigen Ausschließlichkeit solcher Art zu zeigen, dass der Ausweg nach vorne ist. Versprochen. Ja, dann tue ich das Manöver abbrechen. Micky, du bist gerettet und wir gehen nach Hause. Wir gehen nicht nach Hause, Papa. Wir reisen zum Mond. Wir reisen zum Mond. Seit einer Woche höre ich nichts anderes als Mond. Ich kann das Wort Mond nicht mehr hören. Reisen zum Mond, alle zusammen, Mütterchen Erde, Marie.
ist eine Kugel, die vermittels einer Kanone zum Mond geschossen wird. Also eine Kanonenkugel. Mit allen Bequemlichkeiten versehen. Ah, soeben fährt der Catering-Service heran. 10 Zentner Äpfel, 100 Hühner. Ja, ich höre immer, wir zusammen. Aber gewiss doch, Papa, ihr seid mit von der Partie und das Mikroskop natürlich. Aber unmöglich. Ich muss regieren, mein Volk. Ach, regiert sich mal alleine. Die Wechselwinde machen mich ganz krank. Aber Papachen, ihr werdet mich doch nicht Vaterseelen allein in dieses Abenteuer gehen lassen. Ach was? Nimm denn ein Mikroskop mit. In den Rüstungsbauer, zurück in die Schmiede. Ah, braves Volk. Hört durch traurige Nachrichten, die ich euch mitteilen tue. Mein Herr Sohn wird heute noch verreisen zum Mond. Oh. Vorher trinkt er noch schnell dieses Fläschchen aus. Oh, und der Herr Präsident aller Akademien wird ihn begleiten. Ah. Und euer guter König, um Gottes Gnade! Gute Reise! Gott, bin ich volkstümlich! Habe viel für euch euer Wohlsein getan.
getan. Denke dann und wann an den guten König Fla, König Fla, König Fla. Fla, Fla, ich bin Fla, der König Fla. Fla, 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 der Fla, der Fla, der Fla, der König Fla. Jeden Samstagmittag gibt's jede Menge Filme, nur für Kids. Geronimo! Sven! Bitte, sei doch kein Angsthase! Ich hab alles gesehen und weiß, wer Sie sind. Ich hab alles gesehen. Jeden Samstagmittag. Junior Kino bei RTL 2. Ein skrupelloser Geschäftsmann vergiftet den Fluss. Meine Zähne werden sogar schon locker. Zähne? Magenbeschwerden? Bleiben Sie weg von meinem Bad. Unbefugte werden erschossen. Dr. Quinn hat einen Verdacht. Nein. Und einen gefährlichen Feind. Da habe ich eine bessere Idee. Er erschießt jeden auf der Stelle. Wir dürfen uns nur nicht erwischen lassen. Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Sonntag 19 Uhr bei RTL 2. Unser Kahn und der Mond rückt näher ran. Gondelmond ganz ohne Tücken durch das das Ozean. Wie durch die Luft lifte Tui unser Kahn, schneller als die Eisenbahn. Frankreich schwindet unseren Blicken, kommen bald da oben an. Seit drei Tagen voll Entzücken reisen wir im Aeroplan. Frankreich schwindet unseren Blicken und der Mond rückt näher ran. Seit drei Tagen voll Entzücken reisen wir im Aeroplan. Frankreich schwindet unseren Blicken und der Mond rückt näher ran. Regieren, revidieren, repräsentieren und rüsieren, mächtige Land im Frankenland und endlich auf dem Erdraband. Wir regieren, residieren, repräsentieren und rüsieren, rechtliche Land im Frankenland und endlich auf dem Erdraband. Unsere Mission ist die Sensation, die Attraktion in Perfektion. Auf Mondstation ist Reunion, ja. Seit drei Tagen voller Entzücken reißen wir im Aeroplan. Frankreich bindet unseren Dicken und der Mond bringt näher ran.
Menschen gar nicht existieren. Auf Befehl unseres gütigen und weisen Herrn Königs habe ich die Akademie einberufen nach und die Gelehrten haben in einer interdisziplinären Konferenz bestätigt, dass die Erde noch nicht oder nicht mehr bewohnbar ist. Nicht bewohnbar? Das glaube ich nicht. Die Luft ist verschmutzt. Das Wasser verseucht. Es gibt keine Nahrungsmittel. Aber der schwarze Koloss ist eine optische Täuschung. Haben wir gutes Wetter? Das ist der Mond! Kannst du vergessen. Kein Lebewesen weit und breit. Sollte sich unser Cosinus geirrt haben? Da! Da ist er wer. Ja. Sind das die Leute aus dem UFO? Gott, sind die hässlich. Seht doch nur ihre Füße. Ist das ein Mondmensch? Gott, ist er hässlich. Sieh nur seine Füße. Herr, wir müssen ihn anreden. Ja, ja. Die Statuen. Wo befinden wir uns? Vor Ihnen steht der Mondkönig. Oh, meinerseits, Herr Kollege. Erdenkönig Vlad. Ah! Kollege? Sie sind wohl nicht bei Troste. Was tut ihr euch? Unterstehen! Wir Erdenmenschen sind die edelsten Geschöpfe des gesamten Weltalls, sage ich immer. Und bis auf den heutigen Tag hat mir kein anderes Wesen widersprochen. Du sagst es. Bis auf den heutigen Tag. Wir sind gerettet. Allein bei Kaskadi. Welch ein Getöse. Oh, silberes Licht in dem starren Getöse. Hey, 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 hey.
euch nicht draus? Es sind ein paar Tippelbrüder von der Erde. Wir werden sie ein wenig ausforschen und dann in den Vulkan schicken. Wir sind königlichen Geblüt. Habe nicht Zeit, Bettler. Aber der Kleine hier mit der großen Stimme wäre mir ein wenig zu schade für den Vulkan. Und der hübsche Junge und der freundliche alte Herr. Papa, können wir die Leute denn nicht anderweitig verwenden? Ich glaube gar, ihr bedauert. Alles eins, üben wir milde. Endlich! König? Ja, Herr Kollege, Erdenkönig Vlad. Warum erfahre ich das erst in diesem Augenblick? Alle wissen hier Bescheid, nur ich nicht. Aber ich habe... Ja, Sie haben selbstverständlich. Ja, also, es ist ja schön, es freut mich sehr. Na prima. Wir feiern 33 Jahre seit meiner Thronbesteigung. Es ergeht Gastrecht für Gnade. Ihr war der schwerste Junge auf der Vorderseite des Mondes. Wir haben 5 Gramm gefehlt. König wird von hier oben nicht durch den Adel der Geburt. Freilich auch nicht durch den Adel des Geistes. Ja, wodurch denn? Durch das Körpergewicht. Wir haben 5 Gramm gefehlt. Die Kamele sind gesattelt. Das Volk jubelt. Auf, auf zum Krönungsfest. Willkommen euch, seid unsere Gäste. Schnell, mein Reisezepter. Yeah.
Fantasia! Fantasia! Fantasia, warten Sie doch einen Augenblick. Ich muss Ihnen etwas mitteilen. Bitte? Sie haben mir, nebst meinem Vater, das Leben gerettet. Das haben Sie mir bereits mitgeteilt. Aber ich kann es Ihnen nicht oft genug sagen. Ich kann es nicht mehr hören. Fantasia, du Spott ist mein und fließt von hinnen, süßer Kleine. Meine Sehnsucht ist zart und rein, nach dir, Prinzessin, ganz alleine. Für dir, Liebste, mein Leben wein, bist von Adel und schön wie keine, jetzt und ewig soll so sein. Ich der Deine, du die Meine, bin verliebt, in dich verliebt, bin zu dir gekommen, hast mein Herz genommen, bin verliebt, in dich verliebt, ich bin verliebt, in dich verliebt, verliebt. Verliebt? O Madonna im Mondenschein, nach der ich innig zehren weine, solltest Luna Astarte sein, wenn ich betrachte deine Beine, deine Zähnchen wie perlenrein, deine Äuglein wie Edelsteine, was du hütest wie Elfenbein, im brokatnen Wüstenschreine, bin verliebt, in dich verliebt, bin zu dir gekommen, hast mein Herz genommen, bin verliebt, in dich verliebt, ich bin verliebt, in dich verliebt. Seit ich ihrer ansichtig geworden bin, verspüre ich weder Hunger noch Durst. Und das ist die Liebe. Die Liebe haben wir um den Mond nicht. Aber Fantasia! Fantasia! Es fängt mir an zu täuschen. Mein Sohn liebt ihre Tochter. Liebt meine Tochter? Das wäre doch so übel nicht. Wir Alten könnten endlich abdanken. Und unsere Kinder würden eine interkosmische Dynastie. Ich verbitte mir jeden Respekt. Sie wissen wohl nicht, worum es sich handeln tut. Nein. Die Liebe eines Erdenprinzen zu einer Mondprinzessin. Die Liebe, alle wissen ihr Bescheid, nur ich nicht. Sagen Sie mal, haben Sie einen Vater gehabt? Ja. Haben Sie eine Mutter gehabt? Gewiss doch, ja. Ja, Herr Kollege. Und was beweist das? Das beweist, dass ich bin. Und woher sind Sie? Aus dem Land der Kinder, auf der Rückseite des Mondes, wo alle her sind. Meine Eltern waren arme Leute und auf das Kindermachen spezialisiert. Ein Zufall! Mama! Und Ihre Gattin Popote? Hab ich auf dem Markt gekauft. Und Ihre Tochter Fantasia? Hab ich auf dem Markt gekauft. Sexus! Wenn Sie darauf abzielen, machen wir hier nicht auf der Vorderseite des Mondes.
Und mit allen diesen Frauen, die Sie hier zu laufen haben, tun Sie überhaupt nichts anfangen. Wie kommen Sie wieder darauf? Die Frauen werden gebraucht. Wir haben hier zwei Klassen. Die erste ist tüchtig, versorgt den Haushalt, füttert das Vieh, bestellt den Acker. Die zweite ist hübsch, wird geschminkt und geschmückt, lernt Klavier spielen. Liebloser Mond. Nicht wie ungut, verehrter Kollege. Es ist sehr schön, es freut mich sehr. Wir feiern 33 Jahre seit meiner Thronbesteigung. Liebloser Mond! Auf, auf zum Krönungsfest, mein Kleiner. Oh Gott, wie artig er ist. Gott im Himmel. Ich lasse Kaskadin sitzen. O Königin, Göttin, weißt du denn, was Liebe ist? Ja, mitnichten. Ich habe zu diesem Gegenstande einmal die Akademie tagen lassen. Halte mir die Akademie vom Leibe, mein Kleiner, und folge mir. Die Liebe, o Königin, o Göttin, ist eine humane Konjunktion. Tilt alles. Hunger, Durst und Liebeskummer. Warum fliehen Sie die Gesellschaft? Ihr Vater sucht Sie überall. Hab keinen Hunger und keinen Durst. Sie stecken ja was in den Mund. Einen Apfel. Schmeckt der? Apfelkörnchen wäre mir lieber. Ich bin ganz neugierig. Besonders auf den Apfel. Hm.
Bäume. Einer davon ist der Baum der Erkenntnis, der uns das Gute vom Bösen unterscheiden lässt. Hoffentlich nicht gleich. Schau, der Prinz! Ich habe soeben das Paradies hergestellt. Äpfel, Mama! Du musst kosten! Oh,
Ich bin von Natur misstrauisch. Und sie haben meine Leichtgläubigkeit in den schamlosesten Weise ausgenutzt. Ach, wir haben Äpfel geerntet und einige gekostet. Sie haben die Äpfel eingeführt. Und jetzt sind sie flüchtig, die drei hübschen und artigen Erdensöhne. Wenn sie zurückkommen, werden sie uns vollends vernichten. Au! Du leidest an Verfolgungswahn. Mehr als einem Monarchen gestattet ist. Wer hat teilgenommen an diesem Furor Amoris? Nicht so viele. Litella Mecroma Flamma Adia Callista Azzurine, Frieda Medinette und einige Jugendliche von Leibet. Und so weiter. Hör zu, was ich anordne. Du bist zu meinem Leidwesen unverkäuflich. Aber Fantasia wird verkauft und zusammen mit sämtlichen Hofstaaten. Wir stehen hier auf Wache, sind die Wächter.
Theatermikroskop und ich auf der Polizeiwache versteckt. Dort sind wir ganz sicher. Was ich anordne, ihr werdet verkauft und zusammen mit Prinzessin Fantasia, wenn sein muss, unter den Tagswert. Ja, ich werde verkauft. Hab keine Angst. Ich werde dich retten. Ich bin zuerst König und dann bin ich Mensch. Wir werden den König überlisten. Wie denn? Die Prinzessin schnellstens befreien. Vorsicht! Was ist denn das Geld? Auf dem Monde ist alles ganz genauso wie auf der Erde. Nur ein bisschen anders. Man muss persönliche Beziehungen unterhalten. Die Monarchie ohne Beziehungen ist schlimmer als die Republik ohne Geld. Hast du diese persönlichen Beziehungen? Ich habe sie. Und dafür habe ich auch das Geld. Fantasia, du bist erlöst. Frau Potter, verrät getreuherzig, dass der Mondkönig abdanken will. Aber er kann nicht abdanken, wenn er nicht abnimmt. Ich verkaufe den Mondkönig Akronatika. Ein Wunderwas. Kosmos langt zu und trinkt 2 Liter in einem Zuge. Taktisch greift in die Kasse. Ich habe so viel Geld, dass ich den Preußen Elsass Lothringen abkaufen könnte. Sollst aber die Prinzessin kaufen. Koste sie, was sie wolle. Am Elsass Lothringen ist mir im Mindesten nicht gelegen. Straße frei. Hier kommt Keepers Palast. Kipas Parla, niemand weiß, wer er eigentlich ist. Manche sagen, er sei der berühmte Giovanni Freiherr von Todlieben. Psst, ich will nichts gesagt haben. Attention! Le voici! Le voilà! Le voici! Kipas Parla! Kaufe die Frauen und die Mädchen, kaufe die Frauen und die Mädchen, bin auf dem Markt in diesen Städten. Jeder nennt mich die Passepala, bin pünktlich zum Weibermarkt da, hola, hola, bin da, bin da, bin zum Weibermarkt da.
Bauen die Mädchen und Frauen, ich nehm in Beschlag den Jahresertrag. Feuerlong, lass mich schauen, die Mädchen und Frauen, ich nehm in Beschlag den Jahresertrag. Die Schwarzen, die Blonden, die bräunlich gesunden, ob braun oder blei, es geht mir ganz gleich. Die Großen, die Kleinen, die lachen, die weinen, ob breit oder schmal, das ist mir egal. Jeder meiner Damen kriegt den eigenen Rahmen, eine Kollektion, Rahmen hab ich schon. Mit jedem Weibe, nicht zur Zeit vertreibe, ich hab sie sortiert und klassifiziert, alle sortiert und klassifiziert. Ja. Man nennt mich die Passeballer, man nennt mich die Passeballer, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Man nennt mich die Passeballer, man nennt mich die Passeballer, ich bin nicht da, ich soll einmal mal da. Voila, 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 ich bin Sie gesagt, dass Sie alle kaufen wollen. Haben Sie nicht zugehört? Die Prinzessin auch. Mit den anderen zusammen. Ich werde sie kaufen. Koste sie, was sie wollen. Was Sie nicht sagen. Wir konkurrieren demnach. Dann darf ich Sie bitten, eher wie in die Versteigerung einsteigen, mit mir einen Schnaps zu trinken. Bon. Auf lange besinnen, in Handel begingen, in Handel stehen. Was machst du? Bist schon zu Hause und fett? Wen bist du aus dem Gottlesenden? Was machst du? Bist schon zu Hause und fett? Für ich bin ich auf dem Appresident. Ist schon zu Hause und fett? Für ihn sitz ich auf dem Marktpräsident. Sitz ich, der Präsident. Jetzt trete auf der Herr Taxar. Auf den Netz der Herr Taxar. Vater, sei ich sie gekauft. Sie wird geboten und auf dem Markt verkauft. Die Prinzessin wird verkauft. Sie wird geboten und auf dem Markt verkauft. Sie wird versteigert. Wer bar bezahlen kann, der fange gleich mit Bieten an. Und Sie erröten nicht? Nein, ich erröte nicht. Denn was ich tue, hat Größe. Und auch Poesie. Was können Sie schon tun, Sie Herr Giovanni im lieblosen Mond? Der lieblose Mond ist das offizielle Gerücht. Die Versteigerung beginnt! Ich bitte drei Wissen machen. Ich bin der Vierte, ich bin der Fünfte, ich möchte jagen. Amateur, wer bietet die Hälfte spät? Doppelt so viel wie das adlige Kind. Das will ich nicht, das will ich nicht. 10, 12, 30, ich 40, 40 und 50, ich 50. Vorwärts, vorwärts, wir sind bei 50, erst bei 50. 130.
und bitte sehr, das Weib ist mein, denn ich bitte noch mehr, ich bitte zehnmal mehr, noch mehr, noch mehr, gib mir das Mädchen, ich geb ihm das Mädchen, hier ist das Mädchen, und ist entzündet. Von ihm? Freilich von mir. Ja, na, von ihm. Und wem beschreibst du es zu ihm? Zu ihm? Wir müssen eilen. Ja, zu ihm. Dürfen nicht weinen. Du bist entzückend. Ich zahle 10 mal 1000 mehr. Der Mann ist leer. Ich wiederhole ihr, das Weib gehört schon. Mein Herz, ich rühre,
schon, was Liebe ist. Hab ich dich, hab ich dich, weg aus. Hab ich dich, Herrschaft müde, habe ich zu meiner Frau gesagt. Ich danke ab. Hier hast du ein Wunderwasser. Hat meine Frau zu mir gesagt. Wenn du es einnimmst, wirst du abnehmen und dann kannst du abdanken. Wunderwasser. Eingenommen habe ich es, abgenommen habe ich nicht. Die Gebrauchsanweisung war ganz leicht zu verstehen. Man trinke unser Wunderwasser zu Hause im Bett und denke dabei unter keinen Umständen an Äpfel. Ich liege also zu Hause im Bett und trinke und trinke. Es ist ja schön, es freut mich sehr. Und woran denke ich? Ich denke also und denke, dass mir grün vor den Augen wird. Und stibitze meine Frau. Diesen Apfel. Die Süchtige hatte ihn in ihrem Nacktschränkchen versteckt. Aber jetzt nahe das Ende der Komödie und sei es gleich des Mondes. Ich bin gewillt, den Mond meine Biografie zu unterwerfen. Und ich werde diesen Apfel vertilgen. Und alle Äpfel einzeln Stück für Stück. Und nicht wanken noch weichen, wo ich der Gefahr die Zähne zeige. Gott, dass es so weit gekommen ist. Ja, 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 ja.
letzten Lichtblicke des Sommers genießt. Kurze Rast, haben keine Zeit, denn heute Abend um 21.52 Uhr ist der Winter da. Das geht schlagartig und schreit nicht einmal. Kommt der Hilfe? Er? Wer er? Mein Prinz. Er wird mich erlösen. Dein Prinz bin ich. Ich habe dich gekauft. Und deine Damen. Ihr werdet meine Kollektion vervollständigen. Ja, hinter den sieben Bergen, in den sieben Grotten, auf der Rückseite des Mondes. Ich bin der Herr Giovanni, so 3000 Weiber hab ich schon. Verführt. Ich hab Kondition. Er ist der Herr Giovanni, so 3000 Weiber hab ich schon. Auf viele Arten treiben, ich bin zufrieden, wie ich's kann. Mannemunde, super Mann, fangen Sie doch endlich an. Es muss nicht mein Französisch treiben, ich fange gern Japanisch an. Mannemunde, super Mann, fangen Sie Japanisch an. Ich bin der Herr Giovanni, so 3000 Weiber hab ich schon. Er führt, ich hab Kondition. Er ist der Herr Giovanni, so 3000 Weiber heute schon. Er führt, ich hab Kondition. Nein, dein Prinz wird kommen und dich erlösen. Und wir teilen uns den Freiherrn von Todleben. Oh. Ich bitte mir Ruhe aus. Oh, hier ist eine hübsche kleine Waldwiese. Da wollen wir es uns gemütlich machen. Um Gottes Willen, nicht gemütlich. Aber doch mit... Wir müssen diesen Herrn Kiepers Todleben zum Kampf stellen. Ach, mit Äpfeln. Lass doch die Äpfel, bitte. Ich habe Stimmen gehört. Mama! Ruhe! Die kleine Bounce! Aber daran ist gar nicht zu denken, Papa! Ich geb's auf. Mikroskop haben wir verloren und Kosmos folgt uns auf dem Fuße! Komm! Caprice! Fantasie! Caprice! Fantasie! Unverzüglich! Ja!
Sie können Ihre Bourgeoise Kuh behalten. Au revoir, madame. Allons-y! Let's go, come on! Sehr wohl! Ich habe das Tribunal, ein Open-Air und nicht im Saal. Wo sind diese Hühner? Sie werden peinlich ausgebracht und strengst angeklagt. Und dann der schwarze Lunge. Die Sünder und Delinquenten. Also, es ist sehr schön, es freut mich sehr. Ich bin kein Jurist und bestimme meinen Premier Cactus zum Gerichtspräsidenten. Was? Cactus-Präsident? Er mag bestimmen, wer schuldig ist. In meiner Eigenschaft als Gerichtspräsident erteile ich das Wort dem Vertreter der Anklage. Das bin ich selbst. Das ist gegen die Gerechtigkeit. Ach, ich glaube nicht. In meiner Einsatz als Vertreter der Anklage ersuche ich den Herrn Gerichtspräsidenten, die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen. Wo gibt es denn so etwas? Protestiere! Nur im Gerichtssaal! Sie! Hat zwar das ungeschwellte Recht, dich von der unbedingten Unbestechlichkeit unseres Rechtswesens zu überzeugen. Gehört! Aber sie hat doch das Recht, vor dem Anblick der Verworfenheit der menschlichen Natur, dieser Verbrechernaturen, geschätzt zu werden. Der Gerichtspräsident entspricht dem Wunsche des Vertreters der Anklage. Ja! Als Ankläger klage ich euch an, der Landstreicherei und Bandenbildung sowie des unerlaubten Handels mit Äpfeln! Äpfeln! Hola! Landstreicherei? Nein. Bandenbildung? Nein. Unerlaubter Handel mit Äpfeln! Hast du gehört? Ruhe im Gerichtssaal! Der Angeklagte hat ohne Ansehen seiner Person und seines Verbrechens das Recht auf einen Verteidiger, dessen Kosten der König trägt. Recht so. In dieser Angelegenheit habe ich mich bereit erklärt. Keine Sorge, Herr Kollege. Er ist der einzige und beste Verteidiger breit und weit. Er erkennt die Anklage wie kein anderer. Als Verteidiger bitte ich den Herrn Gerichtspräsidenten ins Kalkül zu ziehen, dass diese Erdenmenschen, die es auf den Mond verschlagen hat, wieder Moral, nach aus derselben hervorgehendes Recht kennen. Und der Herr Gnadenhalber, eine Prügelstrafe auszusprechen? Gnadenhalber? Prügelstrafe! Als Gerichtspräsident sehe ich, dass dieser Auswurf des Weltalls einen gerechten Rechtsbruch überhaupt nicht zu schätzen wüsste. Andererseits eine Prügelstrafe womöglich noch als Ehrenbezeichnung auffassen würde. Das Urteil lautet, wie vorher abgesprochen, 5 Jahre Vulkan ohne Essen und Trinken. Ich protestiere, arme Kastati. Keine Sorge, Herr Kollege. Der Vulkan ist längst Ende! Recht sprach das Tribunal, heut Open Air und nicht im Saal. Da stehen die Sünder. Sie wurden peinlich ausgefragt und strengstens angeklagt. Sie wurden peinlich ausgefragt und strengstens angeklagt. Und dann in schwarzer Lunge. Winterpause! Ja, mein liebes Robotchen. Es ist sehr schön, es freut mich sehr.
Das Urteil wird vorläufig nicht vollstreckt. Die Sünder werden des Mondes verwiesen und auf die Erde abgeschoben. Gerichtet, gerettet. Mein Mann trifft jede wichtige Entscheidung, doch ich entscheide, welche Entscheidung wichtig ist. Ich möchte auch einmal verreisen, am liebsten zur Ehe. Ich habe nie daran gezweifelt, werter Kollege, dass Sie sich aus dieser formalen Deitensache herauswinden würden. In meinen Augen sind Sie der zweitgrößte Monarch des gesamten Weltalls. Frauchen, ich habe vor, dass wir die Schwiegereltern zu uns auf die Erde einladen. Wir packen ein paar Flaschen Lunavit ein und stürzen uns in das Pariser Leben. Paris wird staunen. Darf ich bitten? Die irdische Ordnung ist die höchste Form des Wohlbefindens. Hallo, General Hackerfrau. Wir sind schon unterwegs. Ja, Staatsbesuch. Höchste Sicherheitsstufe. Jubel an der Protokollstrecke. Hallo, auf der lieben Liebe. Ich bin gleich bei dir. Meine Kastra, die lieben Freunde. Halt, halt! Doch nicht ohne mich, nicht! Müssen. Die Leute mögen nichts Tragisches. Unsere Zeit verlangt Spektakel. Spektakel! Ja, sowas ist etwas anderes. Unsere Menschen bedürfen sozusagen der leicht geschützten Muse. Da habe ich gleich in Opera Comique eine Kosmonautenferie inszeniert, das alles fiedelt und putzt. Paris staunt, wird ihn beherzt auf die tausendste Vorstellung. Ich liebe
guter König Blanc ist wieder da. Hört, welche bedeutsame Nachrichten ich euch mitteilen tue. Hier an meiner Seite mein Kollege Mondkönig Kosmos. Oh. Seine Gattin Popotte. Oh. Seine Tochter Fantasia. Die in Kürze mit Hilfe meines Sohnes eine interkosmische Dynastie zu gründen, beabsichtigt. Bravo! Ja, also, es ist sehr schön, es freut mich sehr. Und ich habe für euch ein paar Flaschen Lunavit mitgebracht. Kastanin! Muße des Kosmos! Was hast du denn für Füße? Die Revanche für die Erde. Ach, besser grüne Füße als 5 Jahre Vulkan. Kaskadin, meine kosmetische Muse. Mama. Nichts gegen einen königlichen Gelehrten, der sich in einen Stern am Opernhimmel vergucken tut. Aber ich möchte in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass noch andere Persönlichkeiten von Rang und Namen unter uns weilen. Bitte, Maestro.